Mein Bauch ist wie eine Wand aus harten Muskeln. Schlag mich. Na los, mach schon. Muss das denn wirklich sein? Na los! Ich spüre keinen Schmerz. Erbärmlich. Okay, jetzt ich. Wayne. Hey, das sind doch nicht deine Mädchenhosen. Nein, das sind ungebleichte Bio-Hanfhosen. Ich habe sie im Versandhaus bestellt. Biologische Unterhosen? Igitt, eklig. Ich hab's lieber mit richtigen Männern zu tun. Männer, die Männerhosen anhaben. Hey, was hast du denn hier zu lachen, Kleiner? Gar nichts. Lass ihn in Ruhe, Dave. Das ist Wayne, der ist okay. Hey, Kleiner, soll ich dir mal was Cooles zeigen? Das hat Hideous Dave für mich gemacht. Wow! Darf ich's mal anfassen? Nein, 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 das ist noch nicht ganz abgeheilt. Du weißt schon von der Nadel. Sieh dir das mal an. Hey, was hältst du davon? Boah, das ist endcool. Das findest du endcool? Dann sieh dir das hier mal an. Hat das doch nicht wehgetan, Dirty Joe? Kannst du es überhaupt sehen? Na klar, mit einem Spiegel. Bitte, Mr. Hideous Dave, machen Sie mir auch ein Tattoo? Nie im Leben. Ich bin schließlich ein Profi, nicht ohne die Erlaubnis von deiner Mom und von deinem Dad. Verstanden? Ach bitte, Mom. Nur ein ganz, ganz kleines. Nein. Aber Dirty Joe hat ganz viele. Sogar auf seinem Po. Du bist mit einem perfekten Körper auf die Welt gekommen und jetzt willst du ihn dir mit Tattoos ruinieren? Was? Dad ist auch mit einem perfekten Körper auf die Welt gekommen und er hat ihn auch ohne Tattoos ruiniert. Oh, denk nur an die schrecklichen Schmerzen, Sohn. Und manchmal benutzen die stumpfe Nadeln, die nicht mal sterilisiert sind. Ist mir egal. Ich kenne keine Schmerzen. Und? Kann ich jetzt ein Tattoo kriegen? Nein, 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 nein. Sie haben's erlaubt. Er lügt. Ich merk das sofort. Na und, der Kleine will ein Tattoo, also gib ihm ein Tattoo. Könnte ganz lustig sein. Ehrlich? Das ist doch nicht echt. Genauso echt wie du. Wenn das echt ist, dann lass mich dran reiben. Nein, du kannst es noch nicht anfassen. Es ist noch nicht geheilt. Du weißt schon von der Nadel. Das ist ein Zeichen, wie sie Raufbolde tragen, Murray. Unsere Eltern haben dir verboten, ein Tattoo machen zu lassen. Das sag ich. Halt die Klappe, Milchbubi. Oder ich erzähl Mom, dass du Unterhosen aus Gemüse anhast. Ich entscheide hier, was du anhast, junger Mann. Und du wirst gefälligst diese Plastik-Polyester-Unterhosen tragen. Versprich es! Okay. Ich kenn's schon, Wayne. Mir hast du's auch schon gezeigt. Dreimal. Na gut, dann lass ich mir eben noch eins machen. Ein größeres und schmerzhafteres. Wow, das ist echt realistisch. Ja, und die Augen schauen einem überall hinterher. Oh! Hier! Zuckertörtchen! Captain Power! Wollt ihr vielleicht Fernsehen? Oh. Oh. Hey, du hast ja mal wieder das allerneueste, Wayne-Schätzchen. Meine Fans erwarten das auch. Achtung, Miss Hissy kommt. Die Show ist für heute vorbei, Kinder. Mehr gibt's nicht zu sehen. Warum machst du sowas, Julian? Hattest du nicht versprochen, nichts zu sagen? Ich sag doch nichts, Murray. Das ist nur ein hilfreicher Hinweis. Kommen
der Pause zum Fahrradschuppen, wenn Sie sehen wollen, wie ein Junge gegen die Regeln der Schule verstößt. Gezeichnet: Ein Freund. Kommt her, schmeißt eure Kohle in den Hut und staunt über den unglaublichen tätowierten Jungen. Wayne Cramp, zieh deine Sachen an und hör auf, mit der Meerjungfrau zu wackeln. In Mr. Pretty's Büro, tut sweet. Nein, nein, nein. Ich werde es niemals zulassen, Kinder wegen ihrer Individualität zurechtzuweisen. Da führt kein Weg hin. Waynes Tattoos sind eine Aussage über seine Zugehörigkeit zu seiner Gruppe. Darum haben auch die Polynesier welche. Matrosen, Cowboys, Bauarbeiter, Motorradfahrer, Rapper. Ich habe sogar selbst eins. Oh! Kommst du oder nicht? Hast du gesehen, dass Wayne Handschuhe zum Abendessen anhat, Mom? Naja, mir ist eben kalt, Mom. Och, mein armer Kleiner, vielleicht bist du ja krank. Sein Hemd sieht ein bisschen schmutzig aus, Mom. Vielleicht solltest du es ihm ausziehen und mal waschen. Also du musst gerade reden, Julian Cramp. Man kann nicht sagen, dass du durch Sauberkeit glänzt. Ich habe deine Unterhosen seit Tagen nicht in der Wäsche gesehen. Ich habe sie gesammelt, damit du nicht immer wegen jeder Kleinigkeit waschen musst. Aber ich leg sie gleich nachher in den Wäschekorb. Hey, riesig, Mel. Du hast dir deine Nase piercen lassen. Ja, Dave hat das gemacht. Hat das nicht wehgetan? Und weh. Oh, Dirty Joe lässt sich das auch machen. Du schon wieder? Was treibt dich denn her, Kleiner? Vielleicht noch ein Tattoo? Ist kein Platz mehr da. Bloß noch das Gesicht und die Augenlider. Ich mach keine Augenlider. Bin doch Profi. Es muss doch einen Platz geben, wo Mom die nicht findet. Hosenprobleme, Öko-Bubi. Bist du schon in der Wanne, Wayne? Deine Ohren sind schmutzig. Hey, Mom! Wayne hat seinen Körper verunstaltet. Er hat überall scheußliche Tattoos. Wayne, was habe ich da von Tattoos gehört? Julian verbreitet immer Lügen über mich, Mom, weil er schmutzige Unterhosen anhat, die er bei so einem komischen Versand gekauft hat. Tut mir leid, Jungs, aber das ist wirklich ein Notfall. Ich bin auch vorsichtig. Julian? Oh. Julian Cramp, ich habe noch nie so schmutzige Unterwäsche gesehen und schon gar keine mit Würmern. Aufmachen, Wayne! Also wo sind jetzt diese Tattoos, Julian? Meine Haut lügt nicht, Mom. Ich habe keine Tattoos. Ach du meine Güte, Wayne, geh und zieh dir sofort etwas an. Und jetzt zu dir, du Dreckspatz. Ich werde dir eine Lektion in Körperpflege erteilen, die du nicht so schnell vergisst. Ah! Was sind denn das für Unterhosen? Hey, Dave, ich habe alle Tattoos abgewaschen. Jetzt habe ich wieder Platz für neue. Ich habe sogar Stifte mitgebracht. Dave? Dave ist nicht hier, er ist im Krankenhaus. Eins von seinen Piercings hat sich entzündet. Aber ich kann dir ein Tattoo machen, Wayne. Cool! Ah! Joe! Kannst du mir sagen, was das sein soll? Das ist doch Kinderkram! Das ist eine gute Fee! Und ich habe nie gesagt, dass ich ein Profi bin! Sieht echt stark aus, Wayne! Hahaha!